Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von natürlich Inside. Und die Kamera ist ein bisschen hoch, das ändern wir mal kurz. Lop. Ja, noch nicht so ganz, ne? Kleiner Moment. So. Schon besser. Ja, herzlich willkommen zu Games. Zu Inside. Der Gaming- und Entertainment-Sendung hier bei uns auf ePlay. Anderthalb Stunden. Natürlich das Beste, was es gibt. Unter anderem heute wieder. Ein kleiner Overview jetzt für euch. Unsere Games Challenge. Dann natürlich noch mit dabei unser Tech-Bereich. Und als absolutes Highlight nochmal ein bisschen Games. Alles das jetzt oder heute in der Sendung. Und wir fangen damit an, als erstes mal mit den News. Also mit einer News erstmal. Wir wollen ja mal ein bisschen hier locker bleiben. Und da gibt es nämlich eine neue Statistik, nämlich der größte Konkurrent von Xbox Live. Ist nämlich tatsächlich derzeit nämlich PlayStation Network. Und dieser hat nun die 60 Millionen Marke der angemeldeten User geknackt. Und 1,25 Milliarden Downloads wurden tatsächlich dort schon gemacht. Im Juni wurden noch 50 Millionen Nutzer gezählt, doch schon damals als Erfolg für Sony gewertet wurde. Das wurde nämlich dafür schon mal gewertet. Und falls Sony sich damit bestätigt, den jüngsten Entwicklung PlayStation Networks, ist es mir tatsächlich noch zu beachten, dass viele Spieler auch mehrere Accounts besitzen, wie zum Beispiel exklusive Inhalte anderer Stores herunterzuladen. Also natürlich zum Beispiel USA-Stores, US-Air-Stores und so weiter und so fort. Das natürlich alles immer mit dabei. So, und weitere News gibt es dann gleich nach unserer Challenge, denn jetzt fangen wir an mit unserer großen Games-Challenge. Und in unserer großen Games Challenge geht es heute nochmal um Mario Kart Wii. Ihr seht das hier, das ist Mario Kart Wii und da hatten wir noch ein Turnier gemacht. Wir haben ein zweites Turnier gemacht und dieses Turnier bestätigte sich dann nochmal von den Verlierern aus der letzten Sendung. Also wir hatten letzte Woche ja die Challenge gehabt, da war ich ja in der Gruppe 2. Das ist jetzt so das Finale einer zweiten Gruppe, denn wir haben uns gedacht, okay, wir wollen ja nicht nur die Sieger küren, wir möchten ja auch nochmal ein bisschen die älteren Leute haben oder testen, wie gut die sind. Und das machen wir jetzt hier gerade. Wir sind gerade dabei, uns gerade so ein bisschen vorzubereiten. Weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Und wir haben dann halt auch angefangen. Ich kann ja mal ein bisschen vorspulen, denn wir möchten das Ganze natürlich hier jetzt nicht sehen. Guck mal, da geht's schon los. Und wir machen natürlich ein Grand Slam, kann man es auch nennen. Mit drei Spielern. Meiner einer, Robobson und noch irgendeiner. Wir haben zufällige Bahn ausgewählt. Und wir sagen einfach mal 3, 2, 1. Es geht los mit Mario Kart Wii, die Challenge mit dem Ben. Thank you.
Nintendo, Master Pollux, Mofokus und meine eine. Da war ich Platz 3, ne? Mich wieder im Platz 3. Man kann später sehen, dass ich dann doch noch ein bisschen besser werde, weil Nintendo, die tatsächlich ab und zu mal tatsächlich rausgeflogen ist, denn seine schlechte Netzleistung, die hat es natürlich ziemlich ausgemacht. Dieses ist natürlich vorab aufgezeichnet, weil wir das natürlich jetzt nicht live spielen konnten, weil das am Sonntagabend war und ich natürlich keine Games senden kann. Jetzt Runde 2. Woohoo!
Schon kann man doch mal auf Level 2, auf Platz 2 landen und schon wieder auf Platz 2 sitzen in der Endrangierung. Aber es kommen ja noch zwei weitere Spiele des ersten GPs, ne? Nur mal so, von 3. Also wir spielen ja 3 GPs immer. Und das war schon ein bisschen anstrengend. Ne? So, weiter geht's. Da haben wir auch was gefunden. Und das kommt dann noch jetzt. Runde 3, also drittes Rennen von 4. Und wir sind wieder in Italien. Weil diese Sache war wirklich gemein gerade, ne? Nur mal so. Ne? Ich habe mich da aber auch mal gerecht, habe ich auch mal gemacht bei ihm. Könnt ihr später auch sehen. Ja, jetzt, ihr merkt, ich.